Es ist heiß geworden. Es ist richtig warm die ganze Zeit schon. Und ich freue mich so sehr, dass endlich wirklich der Sommer gekommen ist. Auch wenn es dann natürlich gleich wieder so ein bisschen so, boah, es ist so heiß. Deswegen habe ich mir hier gleich mal mein nasses Tuch auf den Kopf und mir die schattigste Ecke des Holunders gesucht, damit ich hier anfangen kann zu sammeln. Weil, ja, hier im Garten stehen einige Hausholunder, also mehrere. Was ja in so Bauerngärten eigentlich üblich ist, dass man zumindest einen Hollerbusch irgendwo hat. Ja, da der Holler sehr heilkräftig ist und als Apotheke des armen Mannes gilt oder galt. Und auch kulinarisch sehr gut einsetzbar ist. Und deshalb werde ich jetzt sehr viel davon sammeln. Einen großen Korb. Und den dann verarbeiten zu verschiedenen Dingen. Also, wenn ihr wollt, kommt mit. Mann, sieht es schön aus. Oh, ich liebe den Holunder. Ja, das ist echt. Und wie das auch riecht und alles. Also die Holunderernte ist wirklich einer meiner Lieblingsbestandteile des Sommers. Sowohl die Blüten als auch die Beeren. Ich finde es jedes Mal wieder toll, diesen wundervollen Strauch beernten zu dürfen, weil ich ihn wirklich sehr schätze.
Aber so ein Wilder, das hat schon auch nochmal eine andere. Einen anderen Aroma. Spirit. Spirit. Ein Spirit. Energy. Ja, da. Der Geist, du hast. Ich spüre gerade den Geist der Pferdebremse. Ein Energy, was? It is.
wenn ich merke, dass ich mich nicht ausgeglichen fühle, stelle ich mir die Frage: Erfüllen mich meine täglichen Beschäftigungen? Tue ich Dinge nur, um etwas anderes zu erreichen, wie Geld, Anerkennung oder Akzeptanz? Ich finde, dass eines der erfüllendsten und bereicherndsten Gefühle jenes ist, welches man hat, wenn man seiner inneren Stimme folgt. Wenn man weiß, wohin der eigene Weg führt, ohne viel darüber nachzudenken. Wie viele Menschen gehen täglich Beschäftigungen nach, die sie nicht wirklich erfüllen? Wie viel Zeit verbringen diese Menschen in der Arbeit, die sie nur noch als Mittel zum Zweck sehen? Und wie viel Zeit bleibt übrig, um wirklich das zu tun, wofür das Herz brennt? Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, diese Entscheidung zu treffen, da es bestimmte Faktoren im Leben gibt mit Konsequenzen, die man gerne vermeiden möchte. Jedoch kann jeder Mensch selbst entscheiden, was wirklich notwendig ist und welche Dinge es im Leben gibt, auf die man eigentlich verzichten kann. Verzicht bringt Fülle. Fülle bringt Unabhängigkeit. Wenn man seinem Geist die Freiheit gibt, Visionen und Ideen zu gebären, dann findet man am ehesten heraus, was seine wirkliche Leidenschaft ist. Und dann gilt es, den ersten Schritt zur Verwirklichung dieser Träume zu tun. Es ist nicht wichtig, schnell viel zu erreichen, sondern kontinuierlich im eigenen Tempo voranzuschreiten und langsam zuzusehen, wie das Bild im Kopf Wirklichkeit wird. Wenn ich wirklich für etwas brenne, kommt es mir vor, als wäre ich in einem Bann. Und ehe ich mich umsehe, habe ich etwas geschaffen, das mich einen Schritt näher an mein Ziel bringt. Du spielst G. Okay. Ich spiele G und dann horchen wir in uns hinein. Ja, ja. Machen wir das mal.